So, was geht, Bernische Nation? Willkommen zu einem neuen Road to Commander. Von mir, mein Name lautet Danny Bernisch. Jesus, ich kann gar nicht mehr mein Intro aussprechen. Und willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander. Weiter geht's, wir spielen weiter. Team Deathmatch, wir sind Level 3. Wow! Alter, geht das schnell? Ich bin schon Level 53, Alter. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für den ganzen Support bisher. Ich meine, das sind so viele Parts. Und es ist unglaublich, Leute, unglaublich, wie ihr meine Videos supportet. Manchmal kann ich euch nicht genug danken. Ihr seid die zweitbesten der Welt. Ihr seid fast so cool wie ich. Aber nur fast. Oh, 9 zu 50. Bestes Ge. Oh mein Gott, mein Sound ist ein bisschen zu laut. Alter Schwede, das ist laut. Rechts von mir. Oh Gott, mein Sound ist so laut. So, machen wir ein bisschen leiser, alter Schwede. Aber es ist echt eine ganz neue. Ja, wie soll ich sagen? Eine ganz neue Erfahrung. Oh, wow. Ja, ist egal, wir verlieren so oder so. Eigentlich könnte ich auch losgehen, aber wegen der NP mache ich das nicht. Was ich sagen wollte, ich weiß, eine ganz neue Erfahrung. Unglaublich, Alter. Ich fühle mich so. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht mal sagen. Auf jeden Fall sind das gute Spieler im Gegnerteam. Sehr, sehr gute Spieler. Also, ich denke einfach mal, die wissen, was sie tun, sage ich mal so. Ja, die wissen, was sie tun. Das sind typisch deutsche Spieler. Das sind so richtige deutsche Spieler. Ah, die sind gut, schau ich mal an, was er kann. Alter Schwede, die sind richtig gut. Das sind keine Low-Bobs mehr, so muss man ja auch dazu sagen. Sondern die haben schon ihre Erfahrung. Oh, wow, Alter, ich habe keine Chance. Kein Wunder, dass jeder gelieft ist. Wahrscheinlich ist es ein Clan oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. Die arbeiten zumindest so zusammen, als wären die ein Clan. Und heute habe ich mir auch ein Thema mitgebracht, was ich mit euch, über was ich mit euch gerne sprechen will. Wow, ich sterbe die ganze Zeit. Ich habe 2 zu 5. Ist mir nicht wirklich wichtig, weil das Spiel vorbei ist. Was ich heute reden wollen würde, ist, was war das denn? Neu gruppieren und wieder bewaffnen. Dass, ich würde heute gerne über ein Buch mit euch reden, was ich lese. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wem es genauso geht. Ich bin mir sicher, die meisten von euch lesen keine Bücher. Aber da, wie ich jetzt wieder zu Bücherlesen gekommen bin. Und zwar müsst ihr euch das mal so vorstellen. Ich let's playe, ja. Und ich hatte vor kurzem mein Let's Play beendet jetzt schon. Aber es hieß Let's Play Spore. Wer Spore kennt, es ist ein geiles Spiel. Sollte jeder kennen, denke ich. Wenn nicht, dann ja, könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr Lust habt. Richtig geiles Game. Vor allem beim Anfang. Das Ende war ein bisschen langweilig, aber der Anfang war geil. Ich gehe mal kurz aus der Lobby raus. Ich habe irgendwie keine Lust, mit so Pros zu spielen. Oder einem Clan, keine Ahnung. Was ich sagen wollte. Und zwar, da kam irgendwie der Kommentar so, du kannst ja gar nicht lesen, weil ich mich immer verlesen habe und sowas, ne? Habe ich so ein Statement-Video dazu gemacht, Danny kann nicht lesen, mit dem Titel. Und ich muss sagen, ich kann lesen und ich habe sogar damals einen Lesewettbewerb mitgemacht in meiner Schule und ich wurde Zweiter. Und das Ding war einfach, dass ich habe wirklich, wirklich lange nicht mehr gelesen. Und wenn ich leise in meinem Gehör, also leise in meinem Kopf lese, so möchte ich mal vorstellen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da kann ich perfekt lesen. Da lese ich das flüssig durch. Wenn ich allerdings nebenbei, also laut lesen will, dann fällt es mir richtig, richtig hart manchmal. Sagt sie auch immer, wenn sie bei mir ist. Aber dann ist es wirklich nicht so einfach. Oh fuck, ernsthaft jetzt, komm schon. Dann ist es wirklich gar nicht so einfach, denke ich mir manchmal so. Und ich muss sagen, man verlernt das einfach nach einer Zeit, das Gefühl, laut zu lesen und richtig, richtig flüssig. Ich denke auch, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich vielleicht auch kein Deutscher bin, aber und gar nicht den Akzent für die deutsche Sprache habe, wie ihr merkt, wahrscheinlich schon lange, lange Zeit gemerkt habt. Aber ab dem Moment dachte ich mir so, du musstest mal wieder ein Buch lesen, außerdem bist du mal wieder richtig Lust auf ein Buch. Dann war ich beim letztes Mal im ja, Bücherladen und dann habe ich da so richtig viele Bücher gesehen und mir fällt es immer schwer, mich zur Entscheidung, mich pisst es gerade an, Alter, dass die verdammten Wichser nicht absolut bestätigt, Motherfucker. So ein Spiel. Und dann war ich im Bücherladen und habe da so richtig viele Bücher gesehen. Und ich konnte mich nicht entscheiden, was für Bücher ich nehmen soll. Und ich war mit meiner Mutter unterwegs und sie sagt dann so, ja, such dir doch einen Krimi am besten aus, ne? Und dann, und sie sagt so, ja, ich denke, du bist so der Typ für Krimis. Wenn meine Mutter mich nicht kennt, ne, wer kennt mich dann schon? Und ich sag so, ja, okay, ich suche mir einen Krimi aus. Und dann habe ich mir einen Krimi ausgesucht. Das Buch kann ich jetzt mal in der nächsten Pause. Na, ernsthaft, das Spiel ist so wieder fast vorbei. Achtung. Das nervt einfach. Wieso komme ich immer in Spiele rein, die fast vorbei sind? Und dieser. Oh, verdammt, Motherfucker. Nervt gerade. Mach die Scheiße kaputt, Alter. Und naja, da habe ich mir ein Krimi gekauft. Und ich muss sagen, immer wenn ich ein Buch lese, da bin ich einfach so tief in diesem Buch drin, ne?
feindliche Drohne nähert sich. Dass ich euch das gar nicht so wirklich erklären kann, aber jedes Mal, wenn ich das Buch lese, dann stelle ich mir auch so im Kopf vor, wie es so wirklich ist. Zum Beispiel eine Person, gut, ich habe Probleme mit Namen, ich kann mir Namen sehr schwer merken, muss ich sagen. Also wirklich schwer merken, außer natürlich von richtigen Hauptpersonen. Aber ansonsten... Abschuss bestätigt. Verdammt, wir sind so ultra am Verlieren gerade. Oh, ich hab mich gerade was eingebildet. Was, Vitol? Oh nein. Guck mal, mein Team ist so scheiße. Mein Team ist ein lauter Missgeboten. Oh wow. Wir verlieren gerade die ganze Zeit, ey. Ich bleib hier trotzdem mal drin, ne? Weil, ja, hat nicht wirklich einen Grund. Ich bleib hier einfach mal drin, ne? Ah, die join nach wahrscheinlich, ne? Sag nicht, ich bin auf offline, online gestellt. Ich bin auf offline. Okay, nein, das, da liegt's nicht. So. Auf jeden Fall, ich stelle mir immer extrem vor, um was es geht. Und im Moment lese ich so ein Buch, weil da geht es um... Was? Wollt ihr mich... Ah, kommt schon, Teammates. Leute, ich komme rein und los da und alles ist in der Luft. Das macht doch keinen Spaß. Jetzt mal ernsthaft nicht, Alter. Ja, feindlich... What the fuck? Was ist Score, meine Teammates? Wow, guck mal, die Score. Guck mal, die Scores. Wie krank, Alter. Ich kann nichts machen, die sammeln ja nicht mal Dogtags ein. Wahrscheinlich wollen die Kills bekommen, die Missgeburten. Kleine Hunde, Bastarde sind das, Alter. Die denken, die wären gut, weil sie so Lappen-Teammates haben. Ich sollte mal von Anfang an hier drin sein, Alter. Dann würde ich ihnen zeigen, wo es lang geht, die Bastarde. Was ich sagen wollte, und zwar in diesem Krimi geht es um eine Frau, die wurde ermordet. Na, ich kann euch nicht erklären, was es jetzt geht. Auf jeden Fall, es geht, ich liebe es. Zum Beispiel mein Lieblingsspiel, ich habe Heavy Rain, wer das kennt. Ich wollte schon sagen, The Heavy Rain, keine Ahnung wieso. Heavy Rain. Und ich fand es einfach so spannend, das Spiel zu Ende zu spielen, weil ich sehen wollte, wer der Mörder ist, beziehungsweise der Entführer. Und da ist es genauso, man ist auf der Suche nach dem Mörder. Und solche Sachen, die bringen mich einfach dazu, das weiterzulesen, beziehungsweise den Film weiterzugucken oder, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen liebe ich... Bücher, Krimis oder Krimi-Videospiele einfach extrem. Und mein Monitor ist wieder aufgegangen, weil er gerade ausgegangen, weil er die Drohnen nimmt. Ich muss sagen, mein Monitor ist so, ich glaube, ich werde mir einen neuen kaufen müssen. Irgendwie, der geht immer aus. Irgendwie, keine Ahnung. Er geht immer wieder aus, einfach so. Was für ein motherfucking Monitor, Alter. Ich hasse ihn. Sei nicht so gemein. Doch, du scheiß Monitor, keiner mag dich. Und ich muss sagen, so Sachen, wo etwas nicht aufgeklärt wurde, das ist für mich das Interessanteste im Moment so. Ich liebe es einfach. Zu gucken, wie es weitergeht. Und dieses Buch, es verleitet mich einfach dazu, es dauerhaft weiterzulesen. Ich lese manchmal abends bis 3 Uhr dieses Buch. Und ich habe es schon zur Hälfte durchgelesen. Denn es hat ungefähr 400 Seiten. Und ich habe es jetzt schon zur... 250. Seite oder sowas gelesen. Oder 260, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig geil, Leute. Und... Nicht nur, dass ich jetzt mehr lese auch, sondern meine Leseskills verbessern sich natürlich auch, weil ich jeden Tag immer laut lese. Also abends dann nicht mehr, aber halt morgens. Laut lesen ist was komplett anderes als leise lesen. Finde ich persönlich. Also wenn man leise liest, habe ich das Gefühl, jeder kann lesen. Leise lesen ist das Einfachste, was es gibt. Aber so laut lesen, ihr wisst gar nicht, wie oft ich mich verspreche, wie oft eigentlich. Gut, los geht's. Nuketown. Hab eigentlich gar keinen Bock auf diese scheiß Nuketown. Vor allem mit diesem behinderten Spacken-Team, Alter. Ja, Motherfucker. Geh, hey, du scheiß Bastard! Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich geh gleich... Oh, wir haben... Sie, wie jetzt? Die Gegner bekommen Kills. Oder, ja, wir bekommen die Kills. Ach, das war... Oh, ach, das war mein Teammate, der den Kill bekommen hat. Ich dachte, das war ein Gegner. Oh mein Gott, Alter. Mein Teammate ist richtig gut. Der ist so 5:0. Ja gut, der benutzt auch die AK, ne, genau. AK-Hundwaffe, Alter. Ich hasse das, wenn einer vor mir ist. Was zum Teufel? Was ist das? Ich meine, ich spiele jetzt gerade nicht so ernst, ne, aber trotzdem. Wir haben den Vorteil verloren. Das kann ja gar nicht wahr sein, Alter. Sammelt wenigstens alle Dogtags auf, Leute. Ja, das macht keinen Spaß, Alter. Ich brauche die AL-94 und schneller ziehen. Oh Gott, ich kann gerade gar nicht zielen. So. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade tue. Ich hasse diese Map. Die muss man auch jahrelang spielen, bis man die irgendwann versteht. Obwohl eigentlich nicht, sie ist eigentlich sehr simpel, aber... Keine Ahnung. Was machen die da? Ohne Scheiß, wenn mir jemand sagen kann, was die da machen, beziehungsweise vorhaben. Dann sag's mir bitte.
Oh, ich hab doch C4, ich hätte das werfen müssen. Ich vergesse immer C4 zu werfen. Hier ist es so unangenehm, hier zu spielen. Vor allem mit dieser Waffe. Ich fühle mich einfach nicht präzise genug. Beziehungsweise mein Aiming stimmt im Moment nicht so ganz. Verdammt, ich dachte, ich bekomme ihn. Oh, da ist einer. So, gib mir den. Oh, wow. Ich will eine andere Map spielen. Vor allem, wieso spielen im Moment so richtig gute Leute hier das Spiel? Wie gut die sind, ne? Die treffen jeden Scheiß. Die spielen richtig gut. Das ist echt scheiße, Alter. Ich hasse das. Das meinte ich mit. Natürlich bin ich schlechter geboren, weil ich weniger spiele, beziehungsweise nur mit euch spiele gemeinsam. Aber ja. Ja, zum Beispiel sowas. Alter Schwede. Ich glaube, ich gehe auch raus hier, denke ich. Macht keinen Spaß. Ich habe 10 zu 10, ich gehe raus. Sorry, Leute. Ich habe eigentlich ernsthaft, das macht gar keinen Spaß, so mit diesen Losern zu spielen. Die sind mir viel zu schlecht. Ich brauche bessere Gegner. Also gehen wir mal in Team Deathmatch rein. Schon Level 53. Ich kann es nicht glauben, Alter. Bald sind wir Level 55, Alter. Oha. Hm. Ich werde bald livestreamen. Ich will sowieso öfter livestreamen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur irgendwie, ich weiß nie genau wann und so weiter und so fort, keine Ahnung. Es gibt nicht mal einen Grund, wieso ich so wenig livestreame. Ich hab einen guten PC, mit dem ich livestreamen kann und so weiter und so fort. Alles ist eigentlich richtig gut, aber keine Ahnung. Was ich noch sagen wollte, und zwar die ganzen, in Anführungsstrichen, Pro-Gamer, ne? Die spielen meistens übrigens auf der PS3. Und... Oh, verdammt. Oh mein Gott. Ich spiele meistens auf der PS3 und ich... Was laggt? Fuck! Hör auf zu laggen! Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Ich hasse es, wenn es laggt. Aber so richtig hasse ich das. Gib mir deine scheiß Waffe, Skaha. Gib mir die. Danke. Ich hasse es, wenn es laggt. Also so richtig laggt. So nach dem Motto, ich will dich provozieren, wenn ihr versteht, was ich meine. So, vielen Dank für die ganzen Kills. Ich glaube, die kommen von rechts alle. Ich bin mir nicht genau sicher. Ein bisschen konzentrieren muss ich mich jetzt gerade. Bevor ich noch 20.000 Mal sterbe. Und das Spiel ist schon wieder gleich vorbei. Ja, bin ich wenigstens... Oh mein Gott! Wieso breche ich denn hier ab? Ich bin manchmal zu faul, um die Knöpfe zu drücken. Wenn ihr, sobald ihr einmal einen Scuff hattet, dann seid ihr richtig faul, muss ich sagen. Irgendwie Knöpfe zu drücken, weil es einfach, ja, keine Ahnung. Ihr seid dann auch langsamer. Also wenn ihr einen Scuff habt und wieder auf einen normalen Controller umwechselt, dann seid ihr auf jeden Fall schlechter, habe ich das Gefühl. Boah, das sind die letzten Parts. Ich kann nicht glauben, dass wir schon fertig damit sind. Obwohl, was heißt schon, ne? Normalerweise wären wir schon viel früher damit fertig, hätte ich nicht mit dem Road to Commander in MW2 angefangen, was wir zu Ende, übrigens auch zu Ende machen müssen. Aber ich dachte mir, dass wir erstmal das hier zu Ende machen und dann das Road to Commander in MW2 weiter. Ein paar Leute wollten noch meine KD sehen, aber die zeige ich euch einfach nicht. Nö, zeige ich euch nicht. Sobald das Video keine 300.000 Likes bekommt, zeige ich euch das nicht. Kleiner Spaß. Gut. Ja, was wie lange nehmen wir? 14 Minuten erst. Oh, verdammt. Oh, ich habe nicht mehr so lange Zeit. Ein Spiel machen wir noch. Alles klar. Ja, ein Spiel, mindestens noch ein Spiel. Bitte zufällig, ich habe gar keinen Bock jetzt auf die Scheiße, Alter. Ja, auf jeden Fall, ich finde so diese Krimis, beziehungsweise auch diese Serie Tatort, habe ich nie so wirklich geguckt. Mittlerweile bereue ich es ein bisschen. Das muss ja richtig geil sein, so Tatort. Jemand stirbt und dann, ich weiß nicht, steht ihr auch sowas oder auf was steht ihr so? Außer auf Frauen oder auf Männer, keine Ahnung. Ich trinke gerade Buttermilch. Buttermilch ist richtig gesund, Leute. Richtig gesund. So richtig gesund. Hat nur 1% Fett. Aber ich sage euch nicht welche. Ich will nicht immer zu viel Werbung machen. Ich mache so für Snickers-Eis genug Werbung. Ich glaube, Snickers-Eis ist echt reich. Übrigens, die Firma, die Snickers-Eis erstellt hat, ihr könnt mal raten, wie sie heißt. Sie heißt Mars-Firma. Wirklich Mars. Mars heißt sie. What the fuck? Eine Zeit lang dachte ich, dass Snickers Eis mit Mars Eis zusammenarbeitet und die mich irgendwie, keine Ahnung, verarschen wollen. Aber dann hat Snickers Eis mir alles erklärt und da habe ich gesagt, alles klar. Team Deathmatch. Snickers Eis kann da nichts für, ihr müsst ihm verzeihen, ernsthaft. Es ist manchmal echt hart, als ein Eis zu leben. Vor allem jetzt hier gerade im Sommer. Er hat mir wirklich alles getan für mich, Snickers Eis. Und irgendwann, ich weiß, ich konnte ihm einfach verzeihen, das war so... Es ist einfach diese Liebe, die dahinter steckt. Ja, bester Sniper ever, du Motherfucker.
Wir gewinnen diesen Kampf. Der kommt hundertprozentig hier lang für Revanche. So, vielen Dank für den Kill. Weißt du, schätzen du Loser? So, zwei Kills bereit. Für mich. Drohne aktivieren. Ich bin so langsam in dem Moment, keine Ahnung. Ich bin so richtig langsam. Richtig langsam. Oh, knapp. Oh mein Gott, knapp. Konnte Drohne aktivieren. Verstecken. Nachladen. Jetzt aber. Ich greife an, ich springe. Ja, wenn mir eine sagen, what the fuck, das ist der behinderte Sniper der Welt, Alter. Der behindertste. Ich hasse es, mich selber nicht zu hören, Alter. Ich kann mich gar nicht vernünftig korrigieren. Ich höre mich mein nie selber. So, Pisser. Vielleicht habe ich ja sogar eine Chance, mein Orbital zu bekommen. Aber es nervt, es laggt halt, ne? Ich hasse es, wenn es so richtig laggt. Laggy. Gib mir das, es laggt, seht ihr das? Es laggt einfach, wie behindert. Wie scheiße, Alter. Nein, bitte nicht. Nein! Ich war kurz vor meinem Orbi, bitte! Hört auf damit, Gegner, ich hasse das! In Fly for All ein Orbi zu bekommen, ist echt am einfachsten. Was? Okay, egal. Oh. Der liegt immer auf der Erde, der sieht immer so aus, als... Alter, wie laggt es? Im Moment ist es noch der Lag auf meiner Seite, aber... Das bleibt nicht für immer so. Immer wenn ich eine andere Waffe aufhebe, habe ich Pech in letzter Zeit. Eine lange Zeit hatte ich mal immer Glück, als ich eine andere Waffe aufgehoben habe. What the fuck? Was mache ich da? Bin ich dumm oder sowas? Kann das sein, dass ich dumm bin? Ja, bin ich, Alter. Wie behindert, Alter. Ich glaube, ich sollte Plünderer lieber reinnehmen. Und keine andere Waffe mehr. Es nervt einfach. Übrigens, ist euch schon mal aufgefallen, dass ich mit keinen Killstreaks spiele, die mir so richtig helfen, Kills zu bekommen. So viel Loadstar oder sowas spiele ich gar nicht mit so in letzter Zeit. Allgemein, im ganzen Road Commander habe ich nicht mit solchen Killstreaks gespielt. Wenn ihr euch fragt, wieso? Ich kann es euch erklären. Weil ich nicht dieser Typ von Loser bin, der nur seine Kills mit Killstreaks bekommt. So, vielen Dank. Nachladen, gib mir die. Ich will unbedingt mit dir spielen. Ich vermisse die Waffe so sehr, Alter. Das ist so eine Qual immer. Wieso die beste Waffe? Wird erst zum Schluss freigestellt. Das ist so echt scheiße, Alter. Ich würde sich wünschen, ich könnte die öfter spielen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bitte. Gib mir Kills. Bitte. Deutsches Reich. Spaß. Nein! Ach Gott, ich mag die Waffe sowieso nicht so mit dem Aufsatz. Ich finde die Waffe wesentlich besser ohne. Und ich freue mich schon, wenn ich wieder mein Buch weiterlesen kann. Kann ich mir vorstellen, der einsame Danny liest ein Büchchen. Ein Büchlein. Spaß. Ich bin alles andere als einsam. Ich bin das Gegenteil von einsam. Was ist das Gegenteil von einsam? Nicht einsam. Ich bin nicht einsam, genau. Oh, jetzt ist mein... Ja, mein Headset ist wieder ausgegangen. Weil ich seit dem letzten Part nicht so lange aufgeladen habe, leider. Geht's wieder an? Sag mir bitte, es geht wieder an. Nee, ich glaube nicht, dass es wieder angeht. Nee, die Batterie ist leer. Natürlich nichts mehr. Aber ich finde, ihr müsst es mal aus Spaß mal testen. Spielt mal ohne Sound. Ich habe das schon mal gemacht, beziehungsweise halt jetzt zum Beispiel. Und es ist richtig gemütlich. Es ist so, ihr lasst euch einfach nicht ablenken. Ihr lasst euch nicht ablenken. Ihr hört quasi gar nichts. Und ihr... Doch, ich höre ein bisschen, weil mein Fernsehsound ein bisschen an ist, aber so wenig, dass ich schon wieder gleichzeitig irgendwie auch nichts mehr höre. Und es ist wirklich richtig gemütlich, so. Alter, sowas ist natürlich scheiße. Ich weiß nicht, bei sowas kann man gar nichts gegen tun, denke ich sogar. Weil, ich meine, gegen den Schrotflinte, ich weiß nicht. Was für ein Score habe ich? 19:4. Gott, dabei spiele ich ja nur aus Spaß gerade. Ich spiele ja nicht mal richtig ernst. Wird übrigens das letzte Spiel für heute sein, weil ich noch sehr, sehr viel zu tun habe heute. Und auch die letzte Aufnahme. Bis heute Abend vielleicht. Heute Abend mache ich dann vielleicht noch ein paar Aufnahmen für euch. Willst du? Oh, ja, ich habe jemanden gekillt mit der C4. Obwohl ich dann nur nach Instinkt reingeworfen habe. Also ins Geheime stinkt es, genau. So. Vielen Dank für die ganzen Kills. Wow, Alter, Schwede. Die kommen alle angelaufen. Konterdrohne in Bereitschaft.
Seht ihr, das ist so komisch, man lässt sich gar nicht ablenken, so vom Sound und sowas. Ja, verdammt, ja, okay, jetzt kann ich nichts machen, das waren zu viele. Ich glaube, die wussten auch, dass ich da die ganze Zeit stehe, haben sie mich gekillt. 26 zu 5, können wir 30 Kills bekommen, das wäre richtig geil. Richtig geil. Ein Team-Deathmatch, 30 Kills sind schon sehr gut. Obwohl, ich finde, ein richtig geiles Team-Deathmatch, ein richtig, richtig geiles, ist so mit mindestens 40 Kills. Das sind, keine Ahnung wie viele. Das sind über die Hälfte. Obwohl ich ein Team hatte, so unglaublich, Alter. Nein, hinter mir. Oh Gott, es laggt. Ich kann mich manchmal gar nicht umdrehen. Noch 2 Kills. Nee, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Nee, mein Team macht die ganze Zeit Kills, denke ich. Das kann ja mal Spaß. Feindliche Hunter-Killer. Meinst du vier lang werfen? Nope. Ich denke, das wird nichts mehr. Nee, noch zwei. Ja, ich müsste noch zwei. Nee, das wird nichts mehr. Das wäre richtig geil, aber. Aber scheint nicht so zu sein. Oder? Wenn ich ja. Nein, da war er, der letzte. Hat den letzten Kill. Oh, schade. 29. Ich wollte schon mal 30 Kills bekommen. Eine 4,14 KD. Aber ich kann leider in dem Moment nichts hören, aber ist gar nicht so schlimm. So ungewohnt, man hört sich die ganze Zeit selber nicht. Und dann hört man sich wieder selber irgendwie. So, vielen Dank fürs deine Schauen bei diesem Pack von Road to Commander. Wir sind sogar bald fertig. Unglaublich, Leute. Könnt ihr das glauben? Ich guck mal kurz, wie viel RP wir noch brauchen. Bis zu Level 54. Bestimmt noch viele, viele, viele. Viele, 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 meine Freunde. Viele, viele, viele. Nein, wo steht das? Fuck. Ach, da. Oh! Noch so wenige nur. Wie schnell? Wieso geht das so schnell? Irgendwie bin ich tausig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video mit dem Daumen nach oben zu bewerten. Und schreibt in die Kommentare, wie lang eure Armhaare sind. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!